So, willkommen. Mit dem letzten Grunzer hatte ich mich hier verabschiedet. Die waren mehrere Leute. Sie haben was rausgeschleift. Dann gucken wir uns hier mal noch weiter um. Schweinehütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Ja, nur warum man hier in Schwein verwandelt wird, ist eine andere Sache. Grasflecken auf dem Hemd und ein Kräutersack drunter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Und was haben wir hier? Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Aha. Sprich mit dem Schwein. Haben sie das Gold geklaut und wurden zu Schweinen? Ich bin zurück. Na gut, reden. Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Ich muss mit Jontek darüber reden. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel. Und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Okay. Sprich mit Jontek. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier ausgeht. Eine überraschend lustige Quest. Sie, sonst schlachten die sie. Oje, oje. Hilfe. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Jontek? Ja? Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Oh mein Gott, ich muss Schweine zusammentreiben. Muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht. Oh mein Gott. Nett. Ich wirke das Zeichen, aber es funktioniert nicht. Zur Mühle, ah, geht Schweinchen. Doch. Warte da auf mich. Es wirkt nicht immer.
Und das Schweinchen hier möchte nicht. Na los, Schweinchen. Komm schon. Ach, jetzt ist es auf einmal weg. Top. Hopp, hopp, Schwarte. Hopp, hopp, Schwarte. Jawohl, ja. Und noch die letzten beiden. Hier entlang, Herr Schwein. Sie sind alle hier, nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Gehen wir. Genau. Okay, Herdengröße 9. Könnte jetzt knifflig werden, die alle am Leben zu halten, wette ich mit dir. Unterwegs haben wir, glaube ich, ein paar Lecker getroffen gehabt. Von den Rehen da vorne geht zwar keine Gefahr aus, aber... Na, schade. Neckerangriff. Was jetzt? Sie tun ihm was. Beschütze sie, verteidige sie. Bin dabei, bin dabei. Keine Panik. Los, bewegt euch! Das könnte dauern, bis wir dort sind, ey. Ohne Witze. Los, macht schon! Los geht's! Warte. Gut, die Entwickler haben das wohl auch gewusst und haben es etwas abgekürzt. Ist anscheinend nicht alles, ha? Huh? Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. Bedankt euch bei Jontek. Er hat mir sehr geholfen. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber ich hab nicht... Das war Igor.
Igor wollte... Da windest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Der Erste, der die Hand gegen Jontek erhebt, ist sie los. Hey, hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja, was immer das heißt. Alles Gute. Der Jontek tut mir schon leid. Geil wäre es ja jetzt, wenn wir es mitnehmen könnten und einfach zum Schwein werden. Und das Spiel als Schwein mit super Style abschließen können. Schwerter auf dem Rücken. Dann heißt es nicht mehr The Witcher, dann heißt es The Pig. The Pig 3. Wäre doch lustig. Doch jetzt gehen wir erstmal... Wo gehen wir hin? Da wir jetzt eh eigentlich schon hier in der Nähe sind, könnten wir auch hier die Sachen versuchen abzugrasen. Und gib ihm die Sporen. Necker, necker, necker. Und ein Monsternest. Uha. Aber irgendwie treffe ich jetzt gar nichts mehr. So, den Rest schaffe ich auch solo. Wunderbar. Wo ist jetzt das Monsternest? Ach, da. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Das kann man natürlich nicht zulassen. Und Necker vernichtet. Das sind jetzt alles so eine Art Felder. Riesengroße. Nur die werden nicht bestellt. Das ist ein gewaltiger Ernteverlust, den die da haben, ja. Heya! Nicht schlecht. Und die nächsten Lecker. Ah, jetzt hat das Schwert gewechselt. Böser Geralt, böser Geralt. Wie auf Speed und Track. Verdammt. Die Necker tauchen hier auf.
Sie graben sich raus. Und mit diesem letzten Leckernest würde ich sagen, machen wir hier mal Schicht im Schacht für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Tag. Dankeschön. Tschaußen.